So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz 29. Spieltag. Spiel gegen Arminia Bielefeld. 4.427 Zuschauer, Endstand 1:4. Die Gäste aus Bielefeld entführen die 3 Punkte. Dafür Glückwunsch zu meiner Linken, unser Trainer, der Alois Schwarz, zu meiner Rechten, der Gästetrainer Norbert Meyer. Und wie sich das gebührt, der Gästetrainer hat das erste Wort. Herr Meyer, Ihr Statement zu den 90 Minuten Ihrer Mannschaft hier bei uns in Sandhausen. Ja, ich glaube, ich muss heute ein Kompliment machen an unsere Mannschaft. Wir haben ja schon einige Probleme gehabt aufgrund von kurzfristigen Ausfällen einiger Spieler oder nicht komplett fit. Aber da hat sich das wirklich bewahrheitet, wenn wir sagen, gehören alle dazu zum Kader und wenn sie an der Reihe sind, müssen sie abliefern. Und das wird der Mannschaft helfen, dieser Sieg heute. Die Jungs haben sich unheimlich gefreut, auch in der Kabine. Da ist schon so ein bisschen was runtergefallen von den Schultern der Spieler. Natürlich ist das immer eng, hier in Sandhausen zu spielen. Man weiß, sie sind sehr gefährlich bei Standards. Oder wenn sie in das letzte Drittel kommen, dann haben sie schon Spieler, die sich ihrer Haut zu erwehren wissen. Aber ich finde, wir haben das über weite Strecken ganz gut verteidigt. Klose hat zum richtigen Zeitpunkt das 2:1 gemacht. Görlitz dann diesen wunderbaren Sonntagsschuss hingelegt. Ob die Höhe berechtigt ist oder nicht, wir freuen uns einfach über diesen Sieg heute. Die Mannschaft hat viel, viel investiert. Und wenn man die Ergebnisse von gestern sieht, dann hilft uns das natürlich. Dankeschön. Alois, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir hatten eigentlich das mitnehmen wollen, was wir in Kaiserslautern gezeigt haben in der Art und Weise. Da waren wir wirklich sehr präsent über 70 Minuten, aber haben das Spiel auch verloren. Und wir sind nicht ganz so gut reingekommen, hatten viele Standards zugelassen und prompt wieder beim Standard haben wir geschlafen, liegen 1:0 hinten. Was sehr positiv war, wir schlagen schnell zurück. Und ich denke, ab diesem Zeitpunkt bis zu dieser ominösen 73. Minute kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Ich glaube, waren wir vielleicht sogar ein bisschen dem 2:1 näher. Haben viel in die Box reingespielt, aber haben den Abschluss nicht so gefunden. Und dann kriegst du einen abgefälschten Schuss. Du bekommst einen Sonntagsschuss. Und dann kriegst du noch einen Elfmeter gegen dich, ich glaube in den 8 Minuten. Und dann verlierst du 4:1. Das ist natürlich schon sehr, sehr bitter, dass man hier dann mit 4:1 oder 1:4 vom Platz muss. Die Leistung war nicht so, dass es 1:4 ausgesehen hat. Deswegen ist es natürlich noch umso bitterer. Letztendlich müssen wir die Köpfe hoch machen, keine Durchhalteparolen, sondern wirklich die Köpfe hoch machen. Wir haben jetzt gut gearbeitet wieder, aber wir müssen auch endlich mal wieder schaffen, hinten keinen reinzukriegen. Das war immer unsere Stärke und daran müssen wir arbeiten. Dankeschön. So, es können jetzt Fragen adressiert werden an die beiden Trainer. Einfach kurzes Handzeichen, der Kollege kommt mit dem Mikrofon. Herr Schwarz, 18 Gegentore nach Standards. Welche Erklärung haben Sie dafür? Ja, schwierig. Weil im ersten Jahr, wo ich hier war, hat man, glaube ich, keinen einzigen Standardtor bekommen. Ne? Wir waren vielleicht wacher, wir waren geiler, wir waren präsenter. Wir wollten das Tor unbedingt verteidigen. Zurzeit sind wir da sehr auf dem schlechten Weg, was das angeht. Ja. Vor allen Dingen lassen wir auch viel zu viel Standards zu. Vielleicht ist es deswegen, dass wir dann auch dementsprechend welche reinkriegen. Herr Schwarz, daran anknüpfend, welche Erklärung haben Sie dafür, dass diese Wachheit, das unbedingte Wollen, das Präsentsein nicht mehr so vorhanden ist, wie das mal der Fall war? Ja, das ist schwierig, wenn man in so einen Strudel wieder da reinkommt. Ich kann das so nicht erklären, weil die ersten Spiele in dem Jahr war ja oft so, dass man sagt, ja, wir hatten wirklich gerade gegen die Großen diese ominösen Schiedsrichterentscheidungen, die auch noch spielentscheidend waren, wo wir dann zweiter Sieger waren. Dann haben wir noch viele Verletzte. Jetzt kommen wieder 2 Gesperrte dazu mit Kister und mit Klingmann. Die Verletzten kommen auch nicht zurück. Ja, das gibt einfach so einen Strudel vielleicht und jetzt müssen wir gucken, dass wir den Strudel aufhalten. Ja, wir haben noch 5 Spiele. Gibt es noch 15 Punkte zu holen?
zwei personelle Fragen. Jakub Kosecki, erst in der zweiten Halbzeit gekommen und Florian Hübner haben sie in der Halbzeit draußen gelassen. Was sind da die Gründe? Also Florian Hübner habe ich draußen gelassen, weil er vor der gelb-roten Karte stand. Er hatte die gelbe Karte gesehen vor dem Tor, vor dem Freistoß und hat er noch zweimal etwas rustikaler hingelangt und da musste man ihn schützen. Deswegen haben wir dann einen Ola reingebracht. Was Jakub Kosecki betrifft, der war ja lange, lange weg. Der war ja lange, lange weg und das ist natürlich auch so für ihn schade. Es steht 1-1. Corbinian Vollmann hat seine Sache ordentlich gemacht, war ein bisschen dann nach langer Pause auch mit seinen Kräften am Ende. Du bringst Kosecki, eine Minute später kriegst du den abgefälschten Schuss. Dann willst du reagieren, bringst eine zweite Spitze und Sekunden später macht der Görlitz einen Sonntagsschuss. Ja, dann ist es schon bitter. Würden Sie mir recht geben, dass dieser Mangel an Einstellung, den Sie ja eben auch beklagt haben, auch zum Ausdruck darin kam, dass die Mannschaft so nach dem 1-2 sich eigentlich wenig aufgebäumt hat? Also erstmal will ich da von der Mannschaft wegweisen, Mangel an Einstellung habe ich nicht gesagt und das lasse ich mir auch nicht in den Mund legen, ja? Sondern ich habe gesagt, wir sind nicht wach in verschiedenen Situationen, gerade wo es entscheidend ist, in den letzten Dritteln vorne wie hinten. Und wenn du natürlich so ein abgefälschtes Ding kriegst, willst noch was versuchen und kriegst dann einen Sonntagsschuss. Ich glaube, das ist dann ein Selbstläufer für den Gegner. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann in diesem Sinne Dankeschön, gute Heimreise an die Gäste, nochmal Glückwunsch, schönes Restwochenende, sportlich bleiben, Dankeschön.